Die Sharks Crew ist für uns für schwierige und komplexe Situationen eine ausgezeichnete Möglichkeit, einerseits als alleinige Osteosynthese, aber auch in Kombination mit anderen Osteosyntheseverfahren. Herzlichen Dank für die freundliche Einladung. Ich darf Ihnen heute über die Verwendung der Sharks Crew für komplexe Versorgungen am Fuß berichten. Nun, wir beschäftigen uns schon seit, glaube ich, mehr als 5 Jahren mit der Anwendung der Sharks Crew für die verschiedensten Standardversorgungen in verschiedensten Arthrodesen, unterschiedliche Höhe, besonders auch mit Osteochondritis dissecans, am Sprunggelenk, am Knie. Und wir haben gewisse Erfahrungen und auch Sicherheit gewonnen und haben auch sehr gute Ergebnisse mit der Sharks Crew. Und so haben wir uns schrittweise immer weiter vorgewagt. Und hier das Beispiel eines männlichen Patienten, 72 Jahre, kommt wegen Schmerzen am oberen Sprunggelenk, auch am unteren Sprunggelenk etwas geringer, klagt über Anlaufschmerz, Belastungsschmerz, Ruheschmerz. Primär beim ersten Hinschauen auf das Röntgenbild wäre eine OSG-Endoprothese geplant gewesen. Aber man sieht schon, im Talushals ist hier eine Zyste sichtbar. Und die bildgebende Abklärung mit CT und mit MR zeigt uns eine ausgedehnte Zystenbildung bis in das untere Sprunggelenk reichend. Und wir haben uns überlegt, wie können wir das am besten versorgen. Eine Endoprothese scheidet eigentlich aus Stabilitätsgründen. Wir haben uns überlegt, welche therapeutischen Möglichkeiten stehen uns sonst noch zur Verfügung. Einerseits wäre es also ein retrograder Arthrodesennagel, hat aber den großen Nachteil der vielleicht fehlenden Stabilität im Talus. Alternativ wäre ein Talus Special Frame eine Möglichkeit oder eben eine Versorgung mit einer Sharks Crew. Und wir führten also zunächst eine Fibula-Osteotomie durch in der Technik von Roger Mann. Dann wurden also die Zysten ausgeräumt, eine homologe Spongiosaplastik durchgeführt, das obere, das untere Sprunggelenk entknorpelt und dann eine Arthrodese des oberen Sprunggelenks und des unteren Sprunggelenks durchgeführt. Wir haben also hier sehr großzügig 4-mal eine Diver-Schraube versenkt, 2-mal eine Cut-Schraube, also zur Freude der Firma. Und dann haben wir die Fibula halbiert, wieder angelegt und auch mit einer Sharks Crew fixiert. Die Nachbehandlung erfolgte in einem Unterschenkel G-Gips für 8 Wochen, 4 Wochen mit 15 Kilo Teilbelastung und 25 Kilogramm Teilbelastung die nächsten 4 Wochen und dann Übergang auf Foliebelastung. 6 Monate postoperativ hat sich der Patient wieder vorgestellt, war schmerzfrei, er war mit einem orthopädischen Schuh mit Abrollhilfe eigentlich schmerzfrei, gut gehfähig. Im Innviertel kommen die Leute oft sehr spät zum Facharzt. Also ein 59-jähriger Mann, der war zwar im Kindesalter operiert worden, wegen eines Klumpfußes auf der rechten Seite. Er kam jetzt wegen Schmerzen am oberen Sprunggelenk, am unteren Sprunggelenk und auch im Vorfußbereich. Er arbeitete selbstständig als Schmied in der Werkstätte. Der Spitzfuß war kontrakt, der Rückfuß stark varisch, der Vorfuß adduziert, wackelsteif im oberen Sprunggelenk und im unteren Sprunggelenk. Und die Computertomographie zeigt also die ausgedehnte Deformierung des Talus, des Calcaneus, aber auch der angrenzenden Fußwurzelknochen. Wir haben uns wieder überlegt, gehen wir es an mit einem Talus Special Frame oder mit einem retrograden Arthrodesennagel oder doch mit einer Schraubenarthrodese. Und wir haben, weil die Weichteile natürlich auch nicht ganz so einfach sind, zunächst eine Achillessehnenverlängerung Z-förmig durchgeführt, dann eine Arthrolyse des oberen Sprunggelenks, des unteren Sprunggelenks, dann die Fibula-Osteotomie und dann die Arthrodese des oberen und des unteren Sprunggelenks. Wir haben zunächst einmal, weil natürlich eine Weichteilspannung war, 2-mal eine 7,3 mm Zugschraube Titan verwendet, und damit einmal die Flächen unter Kompression gesetzt. Und dann haben wir 2 Diver-Schrauben, 2x5 mm eingesetzt und zusätzlich eine autologe Spongiosaplastik durchgeführt. 3 Monate postoperativ kam der Patient schmerzfrei, war gut mit dem orthopädischen Marschschuh versorgt und arbeitet wieder in seinem Beruf. Endoprothesen-Revisionen sind natürlich auch nicht so selten. Hier das Beispiel eines 57-jährigen Mannes, der 2016 bereits eine Salto-Endoprothese erhalten hat,
2019 wurde wegen einer Instabilität des unteren Sprunggelenks eine untere Sprunggelenksarthrodese im Sinne einer Dennison-Falford-Technik durchgeführt. Und er wurde neulich vorstellig wegen Instabilität und vor allem auch wegen Schmerzen im oberen Sprunggelenk. Es wurde eine Revision durchgeführt über den ursprünglichen Zugang, also von vorne mit Entfernung der OSG-Saltoprothese und dann Entfernung der Arthrodesenschraube. Es wurde zunächst eine 7,3 mm Titanschraube kanuliert eingebracht, das unter Kompression gesetzt und dann mit zwei 5,0er Shark Screw Cut-Schrauben und einmal einer Diver-Schraube zusätzlich fixiert. Eine homologe Sprungioserplastik wurde additiv durchgeführt, um diese Knochendefekte aufzufüllen. 6 Monate postoperativ war der Patient schmerzfrei und mit einem orthopädischen Maßschuh gut mobil. Zusammenfassend möchte ich sagen, die Shark Screw ist für uns für schwierige und komplexe Situationen eine ausgezeichnete Möglichkeit, einerseits als alleinige Osteosynthese, aber auch in Kombination mit anderen Osteosyntheseverfahren. Sie bietet uns den Vorteil einer biologischen Knochenüberbrückung und einer homologen Knochenplastik. Und damit darf ich mich recht herzlich bedanken.